Dies ist die Geschichte von Menschen, die sich ganz einer Glaubensgemeinschaft ausgeliefert haben. Es war immer dieses Gefühl da, ausspioniert zu werden. Die integrierte Gemeinde wollte in der katholischen Kirche eine Avantgarde-Bewegung sein. Doch Mitglieder erlebten Willkür und Machtmissbrauch. Das basiert alles auf dieser Hybris. Wir sind von Gott auserwählt, um im 20. Jahrhundert den Glauben zu erneuern. Wichtigster Schutzpatron war Josef Ratzinger, der spätere Papst. Ohne Kardinal Ratzinger gäbe es die Gemeinde nicht. Punkt. Wie viel wusste Josef Ratzinger? Und warum schritt die Kirche nicht ein? Schwidden ist unterwegs an den Walchensee. 20 Jahre lebte sie in der integrierten Gemeinde, ging dort auch zur Schule. Eine Reise zurück in die Vergangenheit. Wenn ich mich erinnere, wie das damals war, dann kriege ich gleich Bauchweh. Wir waren alle so ausgeliefert, einfach weg sein von den Eltern. Erzogen werden, falsch sein, brav sein müssen, fromm sein, eingesperrt sein. Ute Schwidden kommt als Kind in die religiöse Gruppierung, mit ihren Eltern und der Schwester. Wie viele andere Mitglieder muss sie oft umziehen, wird immer wieder herausgerissen aus ihrer Umgebung. Sie erlebt die integrierte Gemeinde als einen Ort, wo der Einzelne nichts gilt und die Gemeinde alles. Ich hab's einfach gehasst. Also nix, da war nix, nix Schönes, nix. Weil an sich ist es ja auch alles super idyllisch irgendwie, weil so ausruhen, die Seele baumeln lassen und für uns war es irgendwie dunkel und hier sein müssen. Also. In Kochel macht sie eine Hauswirtschaftslehre. Dafür muss sie das Gymnasium unterbrechen. Ich weiß, dass ich immer nur weg wollte und mir dann halt innerlich eingeredet habe, irgendwie, ja, das ist schon gut so, weil sonst überlebst du das ja irgendwie. Ich musste ja irgendeine Geschichte erzählen. Aber eigentlich, ich hätte, keine Ahnung, ich hätte die alle hier, ja. Die integrierte Gemeinde, kurz IG, wird nach dem Zweiten Weltkrieg in München von Laien gegründet. Die Gemeinschaft sieht sich als Aufbruchbewegung in der katholischen Kirche. Traudl Wallbrecher ist über Jahrzehnte hinweg die charismatische Führungsfigur. In den 1960er und 70er Jahren zieht die IG viele, oft junge Menschen an, die auf der Suche nach einer authentisch christlichen Lebensform sind. Eine Art christlicher Kommune, die sich als die neue Familie versteht, losgelöst von der Herkunftsfamilie. Integration, das meinte, das gesamte Leben solle durch den christlichen Glauben geprägt sein. Mehrere Familien, Studenten und Alleinstehende leben zusammen in sogenannten Integrationshäusern. Je nach Einsatzort und Bedarf ziehen die Mitglieder häufig um. Denn auch das Berufsleben spielt sich oft in Betrieben ab, die an die Gemeinde gebunden sind. Etwa ein Verlagshaus, eigene Schulen, eine Krankenstation. Thomas Schaffert war einer von ihnen. Weil ich ja aus einer sehr stark kirchlichen und auch ökumenisch geprägten Familie kam und die in sich schon, auch meine Eltern, immer nach Lebensformen schon gesucht hatten, wo christliches Leben eben nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern
auch im Beruf, im Alltag die ganze Woche über und eben nicht in der Vereinzelung, sondern in der Gemeinschaft. Und diesen Wunsch, den sah ich da eben sehr, sehr stark realisiert. Auch Thomas Schaffert kehrt mit gemischten Gefühlen an den Walchensee zurück. 1979 kommt er zur integrierten Gemeinde. Da ist er 23 und verpflichtet sich, zunächst enthaltsam zu leben. Erst sind es 2 Jahre, dann 5. Am Ende bleibt er 20 Jahre ohne Frau. Bis 1999. Da gab es für ihn neue Pläne. Eigentlich. Die Zeit war nicht besonders glücklich für mich. Und es war auch die Phase dieser gelenkten Eheanbahnung, sagen wir mal. Also meine Verlobte war auch hier in einer Wohnung untergebracht. Und es war sozusagen unter Beobachtung. Und wir konnten uns aber sehr wenig sehen, weil das auch nicht gewünscht war oder nicht geplant war. Wie bei vielen Mitgliedern mischte sich die Gemeindeführung auch bei Schaffert in die intimsten Lebensbereiche ein. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon eng mit der Gemeinde verbunden. Kontakte nach außen hat er fast komplett abgebrochen, trotz aller Warnungen. Vor allem meine Mutter hatte in der Anfangszeit ganz stark die Warnung: Pass auf, dass du dich nicht einer Sekte auslieferst. Und das habe ich in den Wind geschlagen, habe gesagt, okay, also ich passe schon auf mich selber auf, da brauche ich von dir keinen guten Rat und ich bin stark genug, dass ich das unterscheiden kann oder dass ich da auch ich habe genug Standfestigkeit, mein Leben auch selber zu gestalten. So ist es in der Frist, in der der Menschensohn sich offenbart. Wer seine eigenen Lebenspläne zu erhalten sucht, dessen Leben ist verloren. Die Theologie der integrierten Gemeinde stellt die Gemeinschaft in den Mittelpunkt, nicht das Individuum. Hochrangige, aber auch junge Theologen finden zur Gruppierung, etwa Ludwig Weimer. Durch die integrierte Gemeinde soll der Wille Gottes in der Welt sichtbar werden. Die gemeinsame Sache ist eigentlich die Gemeinde, die es nach Ostern gegeben hat. Das heißt, eine Gemeinschaft, die so leben soll, dass die Umwelt daran sieht, dass Jesus aus Nazareth nicht tot ist, sondern lebendig ist. Dass das, was er gesagt hat, verwirklichbar ist. Erwartet wird die sogenannte Ganzhingabe. Der Anspruch ist kein geringerer, als die Welt und die Kirche nachhaltig zu erneuern. Wir haben dieses ungeheure Wagnis auf uns genommen, innerhalb dieser Kirche, ohne eine Sekte zu sein, die Auseinandersetzung mit dieser Kirche zu beginnen, aber nicht in einem Kampf. Wir stehen zwischen 3 Fronten, der sogenannten Welt, der fortschrittlichen Kirche und der traditionellen Kirche. Und wenn Sie in diesen 3 Schnittpunkten, da finden Sie uns. Es ist nicht so, dass wir von der Kirche Unterstützung erfahren, aber die Kirche erfährt sie von uns. Ein ganz wichtiger Pfeiler in der Theologie der Bewegung wird der christlich-jüdische Dialog. Nach dem Massenmord an den Juden fragen sich viele, warum beteiligten sich getaufte Christen an der Shoah? Wie konnte man danach wieder Kirche sein? All das fasziniert auch einen Theologieprofessor aus Regensburg, Josef Ratzinger. Der spätere Kardinal und Papst wird zum wichtigsten Förderer der Gemeinde. Dabei ist deren Theologie nicht unproblematisch. Eine zentrale Rolle spielt darin das Bibelwort aus dem Lukasevangelium: Wer euch, die Gemeinde, hört, der hört mich, Jesus. Und das war die theologische Grundüberzeugung dieser Gruppe, dass in der Gemeindeversammlung der Geist Gottes selber spricht. Und dass das, was aus dem Mund von Traudl Wallbrecher kommt, die Stimme des Heiligen Geistes ist, dann ist das eine Autorität, die höher nicht eingeschätzt werden kann. Dann wendet man sich, wenn man aus der Gemeinde rausgeht, gegen den erklärten Willen Gottes. Alle, die hier ein Stück Heimat haben,
die haben hier bereits eine Vorwegnahme erfahren, wo Himmel und Erde sich berühren. Gott lässt nicht nach, sich die neue Familie, das heißt die erlöste Familie, zu schaffen mitten in dieser Welt. Bei den Gemeindeversammlungen sollen Mitglieder Fehlverhalten eingestehen und den Rat der Gemeinde empfangen, wie es heißt. Dieser Rat ist öffentlich und ersetzt die persönliche Beichte. In der KIG gab es diese Gemeindeversammlung, hießen die. Das könnte man vergleichen mit einer Art Tribunal. Da wurden Leute tatsächlich, die ein bisschen in Ungnade fielen oder irgendwas falsch machten, wurden tatsächlich in Form eines heißen Stuhls, wie in den 70er Jahren, in der Mitte der Versammlung, ich sag mal ganz böse, zur Sau gemacht. Die Leute wurden tatsächlich so fertig gemacht. Und diese Gemeindeversammlungen waren noch immer angstbesetzt. Also die Leute hatten immer Angst, oh je, Gemeindeversammlung, wer kommt diesmal dran? Wer wird zerlegt von der Leitung? Der Status der geschätzt bis zu 1000 Anhänger der integrierten Gemeinde folgt keinen nachvollziehbaren Regeln. Auf- oder Abstieg in der Hierarchie, das entscheidet sich jedes Jahr am Walchensee, am höchsten Fest der Christenheit. Da saßen die Führungsgremien hinter verschlossenen Tür zusammen und haben Listen geschrieben. Und diese Listen wurden dann bei der Tauferneuerung in der Osternacht vorgelesen. Und da hat man dann klopfenden Herzens darauf gewartet, wann wird mein Name genannt und was darf ich jetzt sein als nächstes. Bin ich jetzt aufgestiegen vom Gast zum Katechumenen oder vom Katechumenen zum Gemeindeangehörigen oder vom Gemeindeangehörigen zum Gemeindemitglied oder werde ich zurückgestuft? Auch das konnte natürlich sein. Als willkürlich empfinden Mitglieder die Entscheidung, wo sie arbeiten sollen. Denn auch darüber bestimmt die Führung. So kommt es vor, dass ein Lehrer plötzlich ein Versicherungsbüro leiten soll oder Handelsvertreter für Industriepumpen wird. Du ziehst nächste Woche um, nach da und da. Du gehst ab jetzt in die und die Gemeinde, du wechselst die Stelle nach da und da. Das waren alles fertige Ergebnisse. Und wenn man denen widersprochen hat, dann hat man auf jeden Fall damit zu erkennen gegeben, dass man nicht zum inneren Kreis gehören kann, weil der Glaube zu schwach ist. Also man hat seinen Status als Mitglied damit eigentlich verloren. Thomas Schaffert fügt sich den Anweisungen. Er soll helfen, eine am Walchensee geplante Grundschule aufzubauen. Daneben arbeitet er unentgeltlich im Fischer am See mit, im Service des Gästehauses. Auch Ute Schwitten hat hier gelebt. Einsam sein, verloren sein. Diese Gefühle kennt sie aus ihrer Grundschulzeit. Ihre Eltern sah sie nur am Wochenende. Die Mama hat in München unterrichtet und wir haben hier gewohnt. Und halt bei für uns fremden Leuten, die uns erzogen haben. Und jeden Sonntagabend haben wir geweint, weil unsere Mutter wieder weg musste. Und später haben wir erfahren, sie hat auch geweint, aber hat das ja nicht vor uns gemacht. Viel Angst. Ich galt immer als frech. Ich wurde dann am Abendessen vor 12 anderen Leuten ausgeschimpft, weil ich wieder irgendwas Freches gemacht oder gesagt habe. Der See gleich gegenüber der Wohnung. Aber schwimmen gegangen ist Ute Schwitten hier nie. Das wäre aus Sicht der Gemeinde zu selbstbezogen gewesen, sagt sie. Auch der Blick auf die Mitschüler von außerhalb der Gemeinde ist speziell. Wir wurden schon so zur Arroganz erzogen irgendwie. Also wir haben das sofort, die ist komisch gefunden und haben dann auch oft wie so kleine Erwachsene, glaube ich, dahergeredet. So ja, die wissen halt einfach nicht, was Glaube ist oder was ein Miteinander ist oder so, sondern die sind halt einfach so egoistisch bei denen,
Mei, da, die schauen halt auch viel Fernsehen oder essen Chips oder so. Und habe mir oft gedacht, ich würde das auch mal gern so, auch mal einfach vorm Fernseher sitzen oder Chips essen oder Nudeln mit Ketchup oder. Aber das war einfach so bezeichnend dafür, dass alles kontrolliert und überwacht und reglementiert war. Du hast alles vom anderen irgendwie gewusst. Ja. Das alles geht nicht spurlos an ihr vorüber. Ute Schwidden wird krank, denkt daran, sich das Leben zu nehmen. Sie ist nicht die Einzige. Psychische Probleme haben viele, die später ausgestiegen sind. Ich hatte ja im Lauf der Zeit 6, wie ich mittlerweile noch mal nachgeschaut habe, Aussteiger aus dieser Bewegung, Aussteigerinnen. 4 davon sind da drin aufgewachsen. Dieter Roman berät seit vielen Jahren Menschen, die nach dem Ausstieg aus einer Sekte oder einer geistlichen Gemeinschaft ihre Zeit dort verarbeiten wollen. Betroffene von spirituellem Missbrauch, oftmals Kinder. Kinder, die da aufwuchsen, waren immer im schutzlosen Raum. Sie waren immer schutzlos ausgeliefert. Die leiblichen Eltern waren nicht da, sondern irgendwelche Ersatzeltern. Es hat sich nie jemand vor sie gestellt, wenn irgendwelche Dinge schief liefen. Und diese Kinder, die jetzt 30, 40, vielleicht sogar älter sind, die sind heute in unserer Gesellschaft und haben diese Erfahrung von Urvertrauen, von sich fallen lassen können, von Schutz, haben die nie erlebt. Übergriffigkeit kennt auch Thomas Schaffert. Er ist auf dem Weg zu einem Ort, den er die Kommandozentrale oder den Vatikan der integrierten Gemeinde nennt. An einem Wochenende im Jahr 1999 wird er von der Leitung hierher nach Bad Tölz einbestellt. Zusammen mit seiner inzwischen von der Gemeinde ausgesuchten Verlobten. Es kribbelt mich zwischen den Haarspitzen und der kleinen Zehe. Ich war seit diesem Ereignis nicht mehr hier. Die markanteste Erinnerung an dieses Haus ist für mich, als ich herbestellt wurde, zusammen mit meiner damaligen Verlobten. Und ich bin mit ihr zusammen hierher gekommen, in der Annahme, dass die Details für unsere Hochzeit besprochen werden, die angedacht war in naher Zukunft, wenige Wochen später. Und ich war dann erstmal überrascht über die Runde, die sich dort vorgefunden hat bei Frau Wallbrecher in ihrem Wohnzimmer und hat mir in 2 Sätzen mitgeteilt, worum es geht. Dass der Eindruck gewonnen wurde, dass unsere Beziehung als Paar die Gemeinde zu viel Kraft koste und dass die Gemeinde deswegen nicht wünsche, dass die Hochzeit vollzogen würde. Wir dürften sehr wohl natürlich bürgerlich heiraten und das Ganze privat für uns, aber dann nur in dem Status, dass wir ab dann nur noch Freunde der Gemeinde sind und keine Mitglieder mehr. Seine Verlobte entscheidet sich für die Gemeinde und gegen Schaffert. Der hadert mit dem Beschluss. Zweifel aber darf es nicht geben. Deshalb verliert er auch seine Stelle an der gemeindeeigenen Schule und sein Zimmer im Integrationshaus. Doch Thomas Schaffert bleibt trotzdem. Erst einmal aus Glaubensgehorsam. Monika und Hajo Kindler stoßen 1976 als Paar zur integrierten Gemeinde. Nach mehr als einem Jahr Verlobungszeit, die angeordnet wird, dürfen sie Hochzeit feiern. Die Gemeinde entscheidet auch, wo Hajo Kindler arbeitet. Und sie übt noch mehr Druck aus. Ich habe gefragt, weil ich mir von klein auf 2 Kinder gewünscht habe. Habe ich dann letztendlich gefragt, ob wir auch Kinder bekommen dürfen. Nein. Dann 2, 3 Jahre später habe ich noch mal gefragt. Nein, weil ich dachte, vielleicht bin ich wirklich noch zu unreif. Und wieder nein. Das war schrecklich für mich. Das war ein Riesentrauma. Und dann wurde ich natürlich noch depressiver.
Sich dieser Entscheidung zu widersetzen, das kommt Monika Kindler noch nicht in den Sinn. Zu sehr sind sie schon verwoben mit der Gemeinde, ideell und finanziell. Alle bauen Familie auf, aber wer baut Gemeinde auf? Wenn man das ewig hört, andauernd, dann fragt man sich, darf man das noch? 18 Ehepaare unserer Generation in der Gemeinde haben keine Kinder. Unsere Bedürfnisse durften nicht sein. Alles hatte dem untergeordnet zu werden, dem Aufbau des Reiches Gottes. Wenn jeder alles gibt, was er hat, hat die Gemeinde alles, was sie braucht. Diesen Satz habe sie ständig gehört, sagt Monika Kindler. Sie und ihr Mann müssen regelmäßig in einem Landwirtschaftsbetrieb in Wolfissing mithelfen, unentgeltlich. Hier waren die Erdbeerfelder bis zur Häuserreihe ganz lang. Und ja, da haben wir dann jedes Wochenende und jede freie Minute gepflückt. Und kein Stundenlohn umsonst, auch kein Benzingeld. Wir sind ja eine halbe Stunde rausgefahren, eine halbe Stunde zurück. Und das in der Früh um 6 dann auch hier pflücken und dann um 7:30 in der Arbeit loslegen. Und das war während der Saison, also während der Hochsaison, war das jeden Morgen. Doch warum akzeptieren Erwachsene eine solche Fremdbestimmung ohne jeden Widerstand? Eine Sekten- oder Kultmitgliedschaft ist wirklich heftig. Ich muss 24 Stunden am Tag das Richtige denken, die richtigen Handlungen tun, das Richtige fühlen, das Richtige träumen. Ich muss alles richtig machen, 24 Stunden am Tag. Monika und Hajo Kindler bleiben in der Gemeinde, wie viele andere. Denn da sind auch die schönen Seiten rund um den Versammlungsraum der Gemeinde in Wolfissing, vor den Toren Münchens. Der war breit wie eine Tonne und ein Meter dick. Und ich liebte einen Mann und sein Name war Harry. Viel Wert wird auf Ästhetik, Musik und Kultur gelegt, ob in Gottesdiensten oder bei Festen. Geburtstage wie den 40. von Monika Kindler richtet die Gemeinde aus. Das und die hochrangigen Gäste in Wolfissing verfehlen ihre Wirkung nicht. Es kamen auch Bischöfe und Kardinal Ratzinger damals oder noch Theologe, gab uns jedem Einzelnen die Hand. Das war sehr bewegend und sehr beeindruckend. Josef Ratzinger war ein gern gesehener Gast. Der einflussreiche Kirchenmann wurde bei seinen Besuchen von der Gemeindeleitung regelrecht umgarnt. Wurde er auch eingespannt für die Ziele der integrierten Gemeinde? Kardinal Ratzinger war mit seinem Bruder zweimal, hat er seinen Urlaub hier verbracht. Kardinal Ratzinger hat ja Katzen sehr lieb gehabt. Er mochte schwarze Katzen am liebsten und ja. Dann plötzlich war auch eine schwarze Katze da. Ich weiß doch, nicht, das, wie das also ging. Hat man schon, wenn, also geguckt, ob jetzt eine passende Katze da ist und sonst sie eben beschafft. Mhm. Das schon, ja. Hm. Josef Ratzinger wird von der Gemeinde hofiert und wird eine zentrale Figur in der Geschichte der Gemeinschaft. Mehr als 4 Dutzend Treffen zwischen ihm und der Gemeinde sind dokumentiert. Von einem ehemaligen Mitglied, das nur anonym sprechen will. Seit Jahren sammelt und archiviert diese Person Unterlagen zur Gemeinde. Sie ist so etwas wie das Gedächtnis. Ihre eigene Mitgliedschaft dauerte etwa 25 Jahre. Auch wegen der Faszination kirchlicher Würdenträger wie Josef Ratzinger. Zu sagen, wann mir die ersten Zweifel kamen, ist schwierig. Ich habe mich dann, das hat sich wahrscheinlich über viele Jahre hingezogen, orientiert und auch selbst beruhigt, an den vielen Theologen und Bischöfen. Es konnte ja nicht völlig falsch sein,
Also, ich kann ja nicht als einzelner kleiner Katholik irgendwas in Zweifel ziehen, was Kardinal Ratzinger gut findet. Erste Kontakte zu Josef Ratzinger gibt es bereits, als er noch Theologieprofessor in Regensburg ist. Zu dieser Zeit hat die Kirche die Gemeinde noch nicht offiziell anerkannt. Doch das ist das Ziel. Mit Hilfe Ratzingers will die integrierte Gemeinde an Prestige und Einfluss gewinnen. Das Jahr 1977, ein Wendepunkt. Ratzinger wird Erzbischof von München und Freising. Jetzt wächst die Hoffnung, ein Verein unter dem Dach der Kirche zu werden. Doch dafür braucht es eine Satzung, die sogenannten Statuten. Im Mai wurde Ratzinger zum Erzbischof ernannt. Im Juli gab es das erste Treffen mit ihm als Erzbischof. Ein Jahr später waren die Statuten formuliert, geprüft. Und zwei, drei Monate später, im November 78, waren sie unterschrieben. So schnell. Und plötzlich war alles weg, was hier an Kritik da war. Kritik an der integrierten Gemeinde war schon damals aktenkundig. Im April 1973 spricht der damalige Generalvikar Gerhard Gruber, also der zweite Mann im Münchner Erzbistum, von einer Beeinträchtigung der Freiheit, Familientrennung, beruflicher und finanzieller Abhängigkeit der Mitglieder. Das Schreiben liegt im BR vor. Die Kritik reißt nicht ab. Es gibt immer neue Aktenvermerke, Rechtsgutachten, Zeitungsartikel. Doch niemand schreitet ein. In vier weiteren deutschen Diözesen wird die integrierte Gemeinde anerkannt. Und sie kommt mit Josef Ratzinger nach Rom, ins Herz der Weltkirche. Dort soll der jüngste Sohn der Gründerin, Tobias Wallbrecher, die IG etablieren. Mit seiner Frau Friederike, der Tochter des Gemeindetheologen Rudolf Pesch. Josef Ratzinger traut die beiden 1996. Der Kontakt zu einem der mächtigsten Männer im Vatikan wird noch enger. Sie werden Teil der Inszenierung einer heilen Welt. Nach außen hin, wie die beiden erstmals öffentlich erzählen. Das war so ein schönes Gebäude von gutem Essen und Festen und schön eingerichtet und alle zusammen, immer zusammen, zusammen. Aber das war nicht, das war eine Oberfläche, weil man hat eigentlich auch in den Integrationshäusern hat man den anderen gar nicht richtig kennengelernt in seinen Nöten. Doch diese Erkenntnis kommt ihnen erst später. Zunächst helfen sie mit, die Gemeinde weiter aufzubauen. Noch überwiegen die positiven Seiten. Die schnell wachsenden Mitgliederzahlen bereiten Tobias Wallbrecher Sorgen. Er spricht von Überforderung und beobachtet auch zunehmend strukturelle Fehler in der Leitung der Gemeinde. Sich selbst sieht er auch in der Verantwortung. Dass dann meine Mutter in eine Position gekommen war, die also eine Machtfülle hatte, die einfach ungesund und gefährlich war. Und wir, die das so irgendwie gespürt haben, haben mir da nicht ausreichend die Grenzen gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zu meiner Schande vielleicht. Habe ich selbst zu lange mitgemacht und bin auch ich zum Täter geworden? Diese Frage stellen sich viele Ehemalige. Selbst der Name Wallbrecher schützt nicht davor, Opfer zu werden. Das Ehepaar wird räumlich getrennt, obwohl Friederike schwanger ist. Sie kann nicht frei über ihr Leben entscheiden und wird schwer krank. Ich habe schon Wunden auch davongetragen, obwohl ich die Ehefrau des Sohnes der Gründerin war. Und dann 2009, das war am Tag des Erdbebens von Aquila, da wackelten hier in Rom die Wände. Und da wusste ich, wenn ich in diesem Zusammenhang bleibe, werde ich erneut krank. In welchen Dimensionen die Gemeinde dachte, zeigt sich an der Villa Cavalletti vor den Toren Roms. 1995 erwirbt die Gemeinde von den Jesuiten das Tagungshaus, eine alte Villa mit Nebengebäuden und einem riesigen Park. Die integrierte Gemeinde will hier ihre Akademie für die Theologie des Volkes Gottes errichten.
Die Weltkirche soll hier von der Theologie der Gemeinde erfahren. Das Areal wird ein Ort der Begegnung und der Feste. Auch hier fehlt Josef Ratzinger nicht. Im Jahr 1997 richtet die Gemeinde ihm in der Cavaletti seinen 70. Geburtstag aus. Oremus benedict Domine nos et tectua dona creditua lacitati summa sum turi per Christum Dominum nostrum. Amen. Auch Ute Schwidden fuhr oft in die Villa Cavaletti. Gerade in der Anfangsphase musste sie dort kochen, um die Gemeindemitglieder zu versorgen, die bei der Renovierung der Gebäude unentgeltlich wieder mit anpackten. Auch wenn es für Ute Schwidden Arbeit war, die Wochen in dem Anwesen vor den Toren Roms sind ihr positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe jetzt mit hier nicht so Beklemmungsempfindungen wie bei anderen Orten, wo man dann so gemeindlich irgendwie zugerichtet wurde und mal wieder in die richtige Bahn eingespurt wurde. Also das waren immer total schöne Erinnerungen, weil das hatte so was bisschen Flirty-mäßiges. Also ich habe mich da sehr frei gefühlt. Und dann hat man auch gemerkt, dass die anderen sich im Grunde auch nach Normalität sehnen, weil da war man sich ja irgendwie nie sicher. Also man, das wie in so einer Stasi, man wusste ja auch, alle haben ja dann zwischendurch so heilig getan, auch so die Gleichaltrigen und man selber natürlich auch. Also, aber hier hat man gemerkt, eigentlich sind wir auch alle nur Menschen, wow. Und es war ein schönes, verbindendes Gefühl. Also heute beherbergt die inzwischen weiterverkaufte Villa Cavaletti unter anderem ein Hotel. Auch wenn hier in den vergangenen Jahren umfassend renoviert wurde, die integrierte Gemeinde hinterlässt bei der Einrichtung des Hauses noch immer Spuren. Also es haben sich Leute von der Gemeinde Möbel gekauft und dann wurde eine Nummer unten hingeklebt und der Name. Aber also das heißt, ich konnte einen kaufen, aber dann stand der halt trotzdem der Gemeinde zur Verfügung. Und man könnte halt mal gucken, ob, also wenn das jetzt noch alte Möbel von der Gemeinde sind. Nee, da steht nichts. Müsste da halt was drunter stehen. Ah, da ist. Ach, krass. Ja, also den Namen. Hier ist denn, sind zwei Schilder, den. Das eine ist irgendwie eine Nummer, dass die halt nummeriert waren und daneben stand der Name. Ach ja, den kannte ich. Nicht nur die hochwertigen Möbel für die Villa Cavaletti hatten ihren Preis, sondern auch das Anwesen selbst. Trotzdem besteht für die Leitung kein Zweifel, die Immobilie 1995 zu erwerben. Der Kauf wird teils durch die Mitglieder finanziert. Es wurde gesagt in den Versammlungen, wenn wir nicht Cavaletti realisieren, ist das das Ende der Gemeinde. Das ist die Zukunft. Der Preis, den ich in Erinnerung habe, der in der Gemeindeversammlung genannt wurde, war 17 Millionen. Und es wurde gesagt, dass die Hälfte davon müssten die Gemeindemitglieder aufbringen. Sonst ginge es nicht. Ich habe über die ganzen Jahre hinweg einen Kredit abbezahlt für Villa Cavaletti, das Zentrum bei Rom, wo dann diese ganzen kirchlichen Begegnungen stattgefunden haben. Das Risiko für Investitionen tragen so die Mitglieder. Wer nicht genug Vermögen hat, dem hilft die Gemeinde. Es gab da die eigene Bank und der Kreditvertrag war vorformuliert. Man brauchte nur noch unterschreiben.
Als Sicherheit hat man das eigene Gehalt angegeben. Die Schulden bleiben, selbst wenn die Mitglieder die Gemeinde verlassen. Dabei lastet schon seit dem Eintritt eine Hypothek auf ihnen. Wir sind in Schuld der Gemeinde. Und zwar, weil alles, was wir vorfinden zu dem Zeitpunkt, wo wir kommen, nämlich das Festhaus hier am Walchensee zum Beispiel, die Gemeindezentrale, die Druckerei in Bad Tölz etc., etc., die ist ja von anderen finanziert worden und ich finde die fertig vor. Und deswegen schulde ich der Gemeinde, und der Richtsatz war damals 100.000 D-Mark. In dem Moment, wo ich ihr beitrete, habe ich bei ihr 100.000 D-Mark Schulden. Das sind die sogenannten Vorhalteleistungen. Das Vermögen der Gemeinde lag offiziell nicht in den kirchlichen, sondern in zivilrechtlichen Vereinen. Schon lange tut sich das Erzbistum München und Freising schwer, die Finanzen der Gemeinschaft zu kontrollieren. Auf BR-Anfrage erklärt es: Seit den 90er Jahren gab es fortlaufende Auseinandersetzungen darüber, welche Zahlen vorgelegt werden müssten, ohne dass eine heute dokumentierte Klärung herbeigeführt werden konnte. Im Jahr 2019 beginnt das Erzbistum mit einer kirchenrechtlichen Untersuchung. Die Erkenntnisse erschreckend. Kardinal Reinhard Marx löst daraufhin die Gemeinde in der Erzdiözese auf. Die Prüfer kommen zu dem Fazit: Dass die Freiheit der Mitglieder kontinuierlich missachtet und eine Ganzhingabe gefordert wurde, die einer Ausbeutung gleichkommt. PR-Anfragen ergeben, dass auch in den vier anderen deutschen Bistümern die Gemeinde nicht mehr aktiv ist. Zumindest nicht über die kirchlichen Vereine. Doch wo liegt das Vermögen heute? Nach der Auflösung der Münchner Gemeinde und dem Verkauf vieler Immobilien, auch der Villa Cavaletti. Ehemalige sprechen von einem Geflecht aus Vereinen, Stiftungen und Firmen, die teils dieselben Adressen führen. Die handelnden Personen sind meist ehemalige Verantwortliche der Gemeinde, darunter auch Priester. Das legen Auszüge aus dem Vereins- und Handelsregister nahe. Was sich da abspielt, wissen wir nicht. Nur ohne uns Gemeindemitglieder, ohne das, was wir finanziell und auch durch Arbeit und Einsatz und so weiter eingebracht haben, gäbe es das Vermögen nicht. Ein Vermögen, von dem wir nicht wissen, wie groß es ist, wo es ist und wer darüber entscheidet, was damit geschieht. Das ist ja der Punkt. Die Mehrheit der ehemaligen Mitglieder jedenfalls hat nach Austritt oder Ausschluss kein Geld mehr gesehen. Einige hatten nicht einmal mehr ein eigenes Bett oder Geschirr für den Neuanfang. Thomas Schaffert verlässt die integrierte Gemeinde im Jahr 2002, 3 Jahre nach seiner abgesagten Hochzeit. Ich habe mit 0 Cent begonnen, also ich musste mir Geld ausleihen, bis mein erstes Gehalt kam, damit ich überhaupt meine Miete bezahlen kann. Und ich hatte natürlich keine einzige persönliche Verbindung und wurde natürlich auf der roten Liste geführt von der Gemeinde. Das heißt, ich war persona non grata. Es gingen manche weg, aber die wurden dann als Feinde verschrien. Und wir wollten nicht im Bösen gehen. Aber einen anderen Weg gab es nicht. Entweder mitmachen oder als Feind gehen. Was ich dann als erschreckend erlebt habe, kurz nachdem wir ausgeschieden sind, war die Ablehnung. Wo wir doch in Freundschaft bleiben wollten, die große Ablehnung, die uns erreicht, dass man das Gespräch halt nicht mehr aufgegriffen hat und auch Briefe nicht beantwortet. Entschuldigung, aber es war mehr als Ablehnung. Wir wurden wie Tote eigentlich behandelt. Ja, halt. Aber wir konnten danach empfinden, wie diejenigen sich fühlten, die schon früher ausgeschieden wurden, in ähnlicher Weise von uns eigentlich auch so behandelt wurden. Doch was hat von alledem der große Förderer der Gemeinde, Josef Ratzinger, mitbekommen? Erst als Präfekt der Glaubenskongregation und dann als Papst Benedikt XVI. 2020 lässt er in der Herder-Korrespondenz, einer Fachzeitschrift für Religion, erklären: Offensichtlich wurde ich über manches im Innenleben der IG nicht informiert oder gar getäuscht.
was ich bedauere. Wir waren über 12 Jahre ein- bis zweimal im Jahr bei ihm zu Besuch. Und Friederike vor allem hat durchaus immer wieder da den Stand der Dinge berichtet. Wir haben auch schriftlich ihm einiges mitgeteilt. Leider hat er sich nicht gemeldet dazu, hat nicht Stellung genommen. Wir glauben schon, dass er durchaus Dinge erfahren hat, die er vielleicht verdrängt hat. Aber es ist nicht so, dass er gar nicht informiert wurde. Ja? Vielleicht nicht ausreichend, auch von uns vielleicht nicht ausreichend. Aber zu sagen, er hätte gar nichts gewusst und dass er nur getäuscht worden sei, das, glaube ich, ist auch nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Hätte also Papst Benedikt XVI. Schon früher wissen können, was los ist? Hätte er durch sein Eingreifen manches verhindern können? Gerade weil er so wichtig war für die integrierte Gemeinde. Er hatte die Rolle des Schutzherrn, das war so. Und es wurde sich auf ihn berufen und bezogen. Aber das muss ja nicht falsch sein, das kann ja richtig sein. Warum soll einer denn das nicht auch schützen, der das gut findet und theologisch gut findet? Was ich persönlich glaube, ist, dass er jemand ist, der eine reine Seele hat, der sich so böse Sachen gar nicht so richtig vorstellen kann. Immer wieder wird Josef Ratzinger über Vorgänge in der Gemeinde informiert. Anfang 2003 wirft ein ehemaliges Mitglied einen 4-seitigen Brief bei der Glaubenskongregation ein. Darin schildert er den Umgang mit einem Suizid in der Gemeinde, Unregelmäßigkeiten bei Wahlen und den Umgang mit Kritik sowie seinen Rauswurf. 3 Monate später antwortet Ratzinger, die Schilderungen seien betrüblich und beunruhigend und verweist auf das Erzbistum München-Freising. Auf die Anfrage des BR, was der emeritierte Papst heute zu den Vorgängen rund um die integrierte Gemeinde sagt, lässt er antworten, nichts mehr, mit der Bitte um Verständnis und Nachsicht. Traudl Wallbrecher, die Gründerin, ist 2016 verstorben. Die integrierte Gemeinde ist kein Einzelfall. Im Vatikan werden derzeit viele geistliche Gemeinschaften unter die Lupe genommen. Das Problembewusstsein für spirituellen Missbrauch wächst. Die Betroffenen fordern mehr. Sie erwarten eine echte Aufarbeitung. Klarheit, Wahrheit und Gerechtigkeit, das erhoffe ich mir und erwarte ich von der Kirche. Vor allem ist mir auch wichtig, dass den Personen geholfen wird, die viel stärker als ich auch unter dieser Geschichte bis heute eigentlich noch leiden. Richtig wütend werde ich, wenn es Situationen gibt, wo ich in diese alte Angst zurückkippe und denke, das haben die geschafft. Wenn man sich Papst Franziskus auch zum Vorbild nimmt, der sich den Einzelnen auch zuwenden möchte, glaube ich, ist es dringend nötig, dass man sich den einzelnen Opfern zuwendet und nicht auf der Ebene bleibt, ja, wir beten für sie oder so, sondern dass man die Wunde anschaut. Friederike und Tobias Wallbrecher sind 2009 ausgetreten. Sie suchen einen Weg der Versöhnung mit anderen Mitgliedern. Das Ehepaar Kindler kämpft weiter um Anerkennung seines Leids. Was alle Ehemaligen eint, abschließen, können sie mit ihrer Vergangenheit noch nicht.